Ich komme zum nächsten Referenten, ein ganz alter Bekannter von mir. Wir sind uns nach langer Zeit wieder begegnet. Wir sind uns vor 35 Jahren begegnet an der ETH. Peter Gräsch, er war damals Privatdozent an der ETH. Er ist Geograf und Raumplaner, hat ein eigenes Büro in Bern und war damals am ORL-Institut tätig, als, ich sage es mal, seine Hochzeiten hatte. Und er ist jetzt auch in dieser Thematik des Waldeinwuchses, die schon mehrfach angesprochen wurde, beschäftigt. Er begleitet seit 2008 ein Projekt im Wallis, welches das Thema des fortschreitenden Waldeinwuchses hat. Und zu diesem Thema wird er jetzt seine Ausführungen uns präsentieren. Geschätzte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Referat zum Anlass des 25-Jahre-Jubiläums des Fonds. Und ich gebe einen Einblick in Arbeiten im Bereich des Waldeinwuchses. Ich bin nicht von Haus aus Förster, ich bin von Haus aus nicht Agronom, sondern Geograf und Raumplaner und habe diese Fragen des Waldeinwuchses eigentlich weniger aus professionellen Gründen aufgespürt, sondern im Zusammenhang mit meiner Diplomarbeit an der Uni damals habe ich untersucht die Landnutzungsformen im GOMS und die Folgen des wirtschaftlichen Wandels. Also 72, das ist vor ungefähr 50 Jahren gewesen, also ein halbes Jahrhundert zurück. Und damals habe ich eigentlich Landnutzungen kartieren wollen und habe festgestellt, dass ein rechter Teil, 72 war das schon, nicht mehr genutzt wird. Die schwarzen Flächen sind Flächen, die in diesem Jahr nicht landwirtschaftlich genutzt worden sind. Ich habe dann in jugendlichem Übermut einen Artikel schreiben können in der NZZ über die Vergandung im Berggebiet. Das hat dann weitere Arbeiten ausgelöst und Diskussionen ausgelöst und hat dann eigentlich dazu geführt, dass eben im Landwirtschaftsgesetz diese Flächenbeiträge eingeführt wurden. Und als Beobachter der Entwicklung in GOMS habe ich gesehen, dass eigentlich trotz dieser Flächenbeiträge die Verwaltung weiter vorangeschritten ist, weil die Zahl der Landwirte zurückgegangen ist. In Münster damals waren etwa noch 15 Landwirte, als ich kartiert habe. Heute sind noch 3, einer mit Mutterkuhhaltung. Die anderen haben lediglich noch Rinder. Und weil die Zahl der Bauern zurückgeht, können die nicht mehr alles bewirtschaften und die Verwaltung nimmt weiter zu. Ich habe dann an der ETH im Rahmen meiner Vorlesungen habe ich 3 Studenten gehabt, die fragten, ob sie eine Semesterarbeit machen könnten und haben angedeutet, was sie interessiert und ich habe sie dann angesetzt auf die Thematik Landschaftsentwicklungskonzept für die Gemeinde Münster, Sicherung wichtiger Landschaftselemente vor Verbuschung und Einwaldung. Man hat festgestellt, dass eben die verschiedenen Landschaftselemente gefährdet sind. Wir waren der Auffassung, dass nicht alle Landschaftsteile in einem Land, in einem Tal gleich bedeutend sind für die Identität der Landschaft. Im GOMS sind typisch diese Maiensäße, diese Ausfahrten, diese Rodungsinseln in diesen Flanken an den Wäldern. Und wir haben gesagt, wie kann man diese wichtigen Landschaftselemente, die für die Identität der Talschaft von Bedeutung sind, wie kann man sichern, dass die langfristig erhalten bleiben? Und sie haben dann diese Arbeit gemacht, sie haben Methoden entwickelt und in der Zwischenzeit ist dann auch im Waldgesetz etwas geschehen, was bedeutend ist. Es gab schon früher die Waldfeststellungslinie gegenüber der Bauzone, weil wir haben gesehen im Tessin, wie die Wälder in die Siedlungen hineingewachsen sind und dann war es Wald, konnte nicht mehr gerodet werden und das war natürlich ein Konflikt zwischen von den Einwohnern beschlossenen Bauzonen und der Überlagerung durch Wald. Und wir haben dann im Oberdorf hat dann auch diesen Vorschlag unterstützt oder gefördert, dass man eben diese Waldfeststellungslinien nicht nur gegenüber den Bauzonen aufnimmt im Waldgesetz, sondern auch gegenüber der Landwirtschaftszone. Dass wenn Landwirtschaftsgebiete einwachsen
und man möchte diese Flächen eigentlich langfristig wieder öffnen, dass man dann eben das Recht hat, diese Rodungen vorzunehmen ohne Rodungsbewilligung. Die Arbeit an der ETH hat dann beim Kanton Wallis Interesse ausgelöst und es wurde dann beschlossen, eben einen Leitfaden zu machen, wie Gemeinden vorgehen sollen, wenn sie von Waldeinwuchs betroffen sind. Und von diesem Leitfaden möchte ich jetzt eine kurze Einführung geben. Wie gesagt, das war 1970, das Bild links in Niederwald, die Talflanke auf der Südseite, also Nordabhang. 1970, da war relativ sehr vieles noch offen, das waren beweidete und gemähte Wiesen und der gleiche Landschaftsausschnitt 2007, da ist da extrem viel gegangen, trotz den Millionen, die in dieses Tal auch geflossen sind für landwirtschaftliche Beiträge. Das ist unabhängig davon, ob das Geld in den Sack gekommen ist. Die Landschaft hat sich extrem verändert. Wenn Sie anschauen, die Offenheit, die wir links noch gehabt haben, das sind jetzt alles nur noch so angefressene Restflächen, die da dem Torf gegenüberstehen und eigentlich für Cäsar Ritz, der da in diesem Dorf ja geboren ist, eigentlich ein Gräuel sein würden. Der Kanton hat dann entschieden, einen Leitfaden zum Vorgehen für die Gemeinden zu erarbeiten. Und dieses Projekt wird unterstützt vom Bund, vom BAFU, vom ARE, vom Bundesamt Landwirtschaft, dass man es allenfalls dann auch auf andere Kantone übertragen kann. Und wichtig war eigentlich, dass eben das Ganze eine rechtliche Anbindung bekommt, die behördenverbindlich ist. Und darum ist eben das nicht irgendeine Studie, sondern der Leitfaden wirkt hin auf den kantonalen Richtplan, wo eben Beschlüsse behördenverbindlich dann für die Gemeinden gelten. Der Kanton hat diese Elemente in seinem kantonalen Richtplan, Auftrag an die Gemeinden, diesem Problem eben systematisch nachzugehen. Der Leitfaden ist jetzt in der Schlussphase des Entwurfs. Es sind jetzt amtsintern beim Kanton Wallis noch Abklärungen im Gang, Stellungnahmen der anderen Dienststellen. Wir rechnen damit, dass im Frühjahr 2017 der Leitfaden dann publiziert sein wird. Das Ziel des Leitfadens, wie gesagt, ist es, allen Beteiligten darzulegen, wie in Gemeinden, die eben Waldeinwuchs haben, und das sind im Wallis sehr viele, es gibt andere Kantone, die haben wesentlich geringere Einwuchsflächen, andere Kantone haben gleich viel wie das Wallis, diesen Gemeinden zu zeigen, wie sie vorzugehen haben, um bedeutende Landschaftsteile in ihrem Erscheinungsbild zu erhalten. Das ist also nicht einfach Geld verteilen an alle Landwirte, sondern es geht darum, bedeutende Kulturlandschaften zu erhalten. Die Schritte, die vorgesehen sind, sind aufgelistet. Es geht darum, Fokusgebiete zu bezeichnen. Was das ist, sehen wir gleich nachher. Dann gibt es eine nächste Vertiefungsstufe, die Schlüsselgelände zu bestimmen und dann die Phase der Maßnahmenplanung. Die Fokusgebiete, das ist ein relativ wichtiger Schritt. Wir befassen uns nicht mit allen Landwirtschaftsflächen, sondern diejenigen Landwirtschaftsflächen, die maschinell bewirtschaftbar sind hier in diesem Gebiet, die sind nicht betrachtet, sondern wir haben verglichen die Luftbilder von 1960 mit den aktuellen Aufnahmen und haben geschaut, wo haben wir vor allem Einwuchs. Hier ist eine große Fläche. Hier drüben war alles noch offen, hier ist es bereits eingewachsen. Und alle Flächen, wo Einwuchs geschehen ist in diesen Jahren oder vom Einwuchs bedroht sind, die sind als Fokusgebiete bezeichnet worden. Die Gemeinde Grafschaft im Goms war dann eine Pilotgemeinde. Wir haben dann den Leitfaden, den Entwurf getestet an dieser Gemeinde, ob er praktikabel ist. Das ist also hier diese Gemeinde Grafschaft, das ist die Festlegung der Fokusgebiete. Die Gebiete, die wir vorher gesehen haben aus dem Vergleich Zustand 1960, 2010 oder 2000,
Die Differenz, wo dort eben Bewegung in Gange war, die haben wir hier blau eingezeichnet und hier dann auch gleichzeitig die Waldgrenzen eingezeichnet, weil zum Teil sind die Verwaltungen schon so stark, dass sie nach Forstgesetz eben als Wald gelten und aus der Betrachtung für die Erhaltung der Kulturlandschaft eigentlich wegfallen. Wenn diese Fokusgebiete bestimmt sind, geht es darum nun für die einzelnen Fokusgebiete, wir sehen die Behandlung hier dieses Gebietes Halde hier, sehen wir im Detail abgehandelt, wie das vor sich geht. Das ist dieses Gebiet wieder hier links. Es wird bestimmt, welche Flächen, die noch nicht zugewachsen sind, aber bedroht sind vom Einwuchs, welche Flächen haben welche Bedeutung? Haben sie Bedeutung für die Kulturlandschaft, weil es Terrassenausformungen hat, weil es bestimmte Verteilung hat der Büsche und Sträucher oder Kulturlandschaftselemente wie Hügel, wo Kapellen draufstehen, die landschaftsprägend sind, oder bestimmte Ansichten von einzelnen Gebäuden, so kulturlandschaftliche Elemente, oder hat es landwirtschaftliche Elemente, die von Bedeutung sind, also was lässt sich mit Maschinen noch bewirtschaften beziehungsweise nicht bewirtschaften. Und so wird geschaut, haben die Flächen für irgendeinen Schutzanliegen eine Qualifikation und wenn ja, werden diese Flächen, wenn ein Schutzelement vorliegt, Schutzinteresse vorliegt, werden diese Flächen dann als sogenannte Schlüsselgebiete bezeichnet. Hier haben Sie blau wieder die Fokusgebiete und dann aufgrund der Schutzinteressen, die gewahrt werden sollen, die Ausscheidung der Schlüsselgelände. Jetzt schauen wir das Schlüsselgelände 1 etwas genauer an, was dort vor sich geht. Das ist die Karte mit der aktuellen Bestockung. Es interessiert natürlich, was ist schon sehr weit fortgeschritten in der Verwaltung. Also, Entschuldigung, hier diese Gebiete sind schon sehr stark bestockt. Das ist schon Wald, das ist bereits dem Forstgesetz unterstellt. Und dann gibt es sehr viele Einzelbäume, die da in der Landschaft stehen. Die ganze Halde war früher, als ich da kartiert habe, ohne Baum und ohne Strauch. Und das ist in 40 Jahren, ist das alles so gewachsen. Und die Kenntnis der aktuellen Bestockung ist eine Grundlage dann für die nächste Phase. Interessiert, welcher Landwirt bewirtschaftet aktuell welche Fläche? Das Grundeigentum spielt ja überhaupt keine Rolle mehr hier, sondern die Grundeigentümer wissen zum Teil gar nicht mehr, wo ihre Grundstücke liegen und die Bauern fahren einfach dort durch, wo niemand protestiert und die aktuelle Nutzung hier hat überhaupt nichts zu tun mit dem Grundeigentum. Da wird, wenn Land nicht gemäht ist, schaut man, ob der Nachbar das allenfalls mäht oder nicht und wenn nicht, fährt man dort hinein und bekommt dann die Flächenbeiträge dafür. Es gibt dann aber auch, also es ist wichtig zu wissen, wer bewirtschaftet überhaupt was. Es gibt ja auch Fälle, wo eben zwei Bauern für das gleiche Grundstück Beiträge beziehen, gibt es auch. Ist eigentlich nicht sehr elegant und wenn man das transparent machen muss, wer bekommt eigentlich für welche Fläche Geld, ist das gar nicht so falsch. Es gibt dann auch Flächen, die eben auch heute noch nicht bewirtschaftet werden. Das sind hier jetzt eingezeichnet, diese hier. Da muss natürlich im Gespräch mit den Landwirten abgeklärt werden, wer übernimmt diese Fläche oder wenn sie niemand übernimmt, ist die Frage, wenn dort nichts geschieht, muss dort eine Maßnahme getroffen werden, um Busch oder Waldeinwuchs zu verhindern. Wenn man die Eigentümer kennt, kommt die Frage, wie soll denn dieses Gebiet, das man als Schlüsselgelände ausgeschieden hat, künftig nutzen? Hier sind Beispiele gezeigt. Es gibt Flächen, die als Mähwiesen genutzt werden können. Es gibt Flächen, die als Weiden genutzt werden können. Es gibt dann Waldweidegebiete. Also es braucht ein Konzept, wie soll diese Fläche, die man eigentlich offen halten möchte, mit welchen Nutzungsarten kann man das offen halten?
Und da ist dann auch eingezeichnet, welche Gebüschgruppen verschwinden sollen. Also die rot eingezeichneten sind Gebüschgruppen, die weggehen sollten. Blaue bleiben erhalten, zum Teil wegen Bodenstabilisierung. Die roten Bäume heißt, das sind Bäume, die zu fällen sind, und die blauen Punkte sind Bäume, die man vorläufig gehen lässt. Also es braucht eine Analyse des Geländes, was man mit der heutigen Bestockung anfangen will, was soll weggehen, was soll erhalten bleiben. Und diese Arbeit ist an sich sehr wichtig, auch dann wegen den Verantwortlichkeiten. Es geht darum, wer kümmert sich denn um die einzelnen Teile. Weiß ist jetzt eingezeichnet, da ist die Gemeinde verantwortlich, mit den Bauern diese Maßnahmen zu planen und zu treffen. Weil die Gemeinde ist ja eigentlich verantwortlich für die Nutzung des Bodens in der Gemeinde, und darum muss die Gemeinde hier direkt eingebunden sein. Es kann nicht sein, dass der Landwirt direkte Verbindung hat irgend zu einem Bundesamt und die Gemeinde gar nicht weiß, was der eigentlich bekommt, sondern die Gemeinde muss die Federführung haben für diese Koordination der Nutzung dieser Flächen. Darum ist sie hier auch genannt. Sie muss auch die Finanzierung, die Rodungsarbeiten mit den Bauern, mit den Eigentümern absprechen und koordinieren und durchsetzen, wenn sie nicht gemacht werden. Das ist Kompetenzbereich des Kantons, das sind landwirtschaftlich gut bewirtschaftbare Flächen, das ist in der Kompetenz der Dienststelle Naturschutz, weil dort Trockenwiesen vorhanden sind, wo wieder Beiträge fließen, die dann durch die Landwirte eingezogen werden. Und mit dieser Karte ist man im Prinzip eigentlich bereit, dass man dann sagt, wir wissen, wo welche Maßnahme durch wen zu treffen ist. Und wir haben dann im Rahmen dieser Pilotstudie das dann auch durchgezogen für eine Fläche auf der Südseite des Rotten und haben mit den Bauern, das sind die drei Bauern, die in der Grafschaft noch tätig sind, der links, der hier, und das ist ein Bauer, mit den Bauern, die in diesem Gebiet bewirtschaften, haben wir dann den Rundgang gemacht mit der Karte, was ist zu roden und was ist nicht zu roden. Das ist der zuständige Chef des Forstgoms, der die Arbeiten dann auszuführen hatte. Das war der Projektleiter. Mit diesen Bauern sind wir durch die Gegend gegangen, haben die Plandokumente mitgenommen und geschaut, mit den, da sehen Sie die Büchsen, die orangen Büchsen, mit denen wurden die Bäume markiert. Die Bauern selber, sehen Sie, die haben Hand angelegt und die haben auch gesagt, was muss aus ihrer Sicht verschwinden, damit die Bewirtschaftung besser ist. Und der Projektleiter hat dann wieder korrigiert, wenn sie zu viel umlegen wollten oder am falschen Ort. Man hat dann diese Karte bekommen, was muss umgelegt werden. Und der Forstgoms hat den Auftrag erhalten, das ist der Leiter, der Geschäftsführer von Forstgoms, dann diese Arbeiten auszuführen. Das war letztes Jahr aus der Schattenseite. Da hat man also jetzt die Bäume, die in die Landschaft hineingewachsen sind und den Landschaftscharakter verdorben haben, die eindeutigen Waldränder, die vorher bestanden hatten, aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung, das war ausgefranst. Da hat es überall Einzelbäume gegeben, hier an dieser Böschung, hier dann einzelne Bäume in der Ebene. Da hat man also die Bäume, die Unruhe in das Landschaftsbild gebracht haben, die alte Einheit gestört haben, die hat man dann umgelegt. Sie haben hier ein Beispiel nach der Rodung. Wir sehen das, den Ausschnitt dann nachher noch einmal. Hier ist eine alte Mauer, eine Steinmauer vom Schuttfächer, der heruntergekommen ist. Die Bauern haben ja früher dann die Steine zusammengetragen. Und das sind natürlich Flächen, das wurde nicht mehr bewirtschaftet. Da sind die Bäume gewachsen und die machen all diese schönen Mauern kaputt. Und da hat man gesagt, das ist etwas, das korrigiert werden muss. Das ist ein Teil der Kulturlandschaft, der verloren gegangen ist, und den möchte man wieder hervorholen. Das hier war die Waldeckippe, die ist mit gutem Forstmaterial ausgerüstet gewesen, sind junge Leute gewesen, zum Teil auch Leute aus dem Zivilschutz. Der Berg der Bäume dahinter, sind bereits Bäume, die eingesammelt wurden von diesen Rodungsaktionen.
Hier auf dieses, das ist jetzt die Seite, die wir vorher gesehen haben. Sie haben hier den alten Zustand links und den neuen Zustand rechts. Das war 13 vor der Rodung, der nachher 15. Und Sie sehen, ich weise auf, es ist interessant, wenn man jetzt durch die Gegend fährt und das sieht, merkt man gar nicht, dass da etwas verändert wurde. Also es wird einem nicht bewusst, aber der Eindruck der Landschaft ist verschieden, wenn Sie hier diese Bäume sehen. Die sind mitten an dieser Böschung gewachsen. Hier wurde nicht gemäht und diese wurden umgelegt. Dann hat es hier vor den Ställen Bäume gehabt. Und Sie sehen hier entlang dieses Waldrandes. Und vor allem möchte ich hinweisen auf diese geschlossene Linie von Bäumen. Das ist wieder die gleiche Linie wie vorher, wo eben diese Mauer freigelegt wurde. Die ist vorher überhaupt nicht mehr sichtbar gewesen, weil die Bäume sich verdeckt haben. Und das Ganze, was hier allmählich bedroht, wie so eine Pest oder Cholera in die Landwirtschaft hineinzuragen, das wurde wieder zurückgebunden auf klare Linien der Wälder und stehen gelassen werden selbstverständlich die Büsche in der Landschaft, Vogelbeeren, Walliserkirschen und so weiter, die für die Vogelwelt sehr von Bedeutung sind. Also dieses Einwachsen, das nicht verhindert werden konnte, wurde zurückbuchstabiert in einen Zustand der Landschaft, der eigentlich zum typischen Erscheinungsbild des GOMS damals gehört hat. Die Arbeiten an diesen Flächen, das ist ja nicht unbeobachtet geblieben. Und ich habe festgestellt, auch letztes Jahr, da ist in Niederwald oben am Hang, da war einmal ein Landwirtschaftsgebäude, das war früher freigelegt. Und der Besitzer selber hat gesehen, die Rodungsarbeiten, die gemacht wurden, um eben wieder Luft zu schaffen. Und er hat aus eigenen Stücken hier diese ganze Baumreihe gefällt. Das ist die Baumreihe hier. Und da tritt jetzt plötzlich wieder Kulturlandschaft hervor, wie sie vor 40 Jahren bestanden hat. Und er hat sein elendes Leben hier in der Waldsiedlung aufgeben können oder müssen und hat durch das wieder Kulturlandschaft zurückgewonnen. Ich war letzte Woche wieder unterwegs, da habe ich an anderen Orten Motorsägen gehört. Da sind jetzt die Leute effektiv dran. Das ist das, was Herr Altständerat David gesagt hat. Die haben jetzt die Axt wieder hervorgenommen, die haben die Säge hervorgenommen und wollen selber ihre Kulturlandschaft wieder zurückführen zu dem, was sie eigentlich war und auf die sie eigentlich stolz gewesen sind. Und in diesem Sinn, denke ich, ist das Projekt nicht unbedeutend, weil wenn die Leute selber nicht begreifen, warum diese Maßnahmen getroffen werden, nicht wegen des Geldes nur, Geld bekommen sie ja ohnehin, sondern weil sie sagen, das ist ein Element von uns, es ist uns wert, eben dieses Kulturgut zu erhalten. Und ich glaube, dass das Bewusstsein der Bedeutung dieser intakten Kulturlandschaften ist auch bei der Bevölkerung gestiegen. Man kann das wirklich feststellen. Ich bin aber auch der Auffassung, dass ohne finanzielle Unterstützung der Bewirtschafter uns die alpine Kulturlandschaft verloren geht. Aber das Geld allein genügt nicht. Das Geld muss dort eingesetzt werden, und zwar gezielt. Dort eingesetzt werden, wo es darum geht, bedeutende Landschaftsteile in den Kulturlandschaften zu erhalten. Nicht irgendwo Geld zu geben, irgendwo das ein Gelände, das keine Bedeutung hat, sondern gezielt dort einsetzen, wo es um Erhaltung von Kulturlandschaft geht. Und ich bin der Auffassung, dass der Leitfaden eben hilft, das Problem des Landschaft, des Waldeinwuchses anzugehen, rückgängig zu machen und künftig verhindert werden kann. Damit habe ich meine Ausführungen geschlossen mit diesem Bild aus der Kulturlandschaft Boms. Danke schön. Vielen Dank, Peter Gräsch. Ich sehe schon jemanden, der einen Finger oben hat. Hans Weiß, du hast das Wort. Ich möchte den Ausführungen von Peter Gräsch, wir sind lange Kollegen, in keiner Weise in den Rücken fahren. Ich finde diese Anstrengungen
zur Eindämmung der Verwaltung, so wie sie es hier, wie du es hier gezeigt hast, dienstvoll. Und erlaube mir trotzdem ein paar kritische Bemerkungen, vielleicht nicht direkt jetzt gegen diese Maßnahmen, aber ich stelle auch im Wald, vielleicht jetzt nicht im Gong, sondern weiter unten einfach fest, dass unter dem Titel Offenhaltung, wovor eigentlich, okay, müsste und zweitens Landschaftspflege einfach zum Teil Schindluder getrieben wird mit öffentlichen Beiträgen. Auf ehemaligen Wiesen, ich habe das auch seit vielen Jahren nicht so gut wie du, nicht so genau verfolgt, aber ich spaziere da herum und kenne das sehr gut, Fotos und so weiter, da wird also auf Ecken und Wiesen wird dann einfach ein Zaun drumherum gemacht, da wird dann so ein bisschen arrondiert und dann werden Schafe reingetan. Die Schafe, die werden heute, das ist heute das Lieblingstier, das pflegt die Landschaft und so weiter, erhält die Erholungsräume. Das ist natürlich dort Unsinn. Was das Resultat ist, dann eine Katastrophe. Es sieht nachher aus wie in der Sahelzone. Es hat nur noch Brennnesseln und Dichten. Die Leute lassen die Schafe da drin und gehen dann, wenn es nichts mehr zu fressen geht, weiter und so geht eine Kulturlandschaft kaputt. Ich weiß von Leuten, die locker im Hauptberuf 100.000 Franken verdienen irgendwo im Tal und als Nebenbeschäftigung dann diese Schafe haben, das ist auch noch eine Liebhaberei. Also, jetzt ist einfach meine Frage dort auf den Flächen, die ihr sozusagen für die Kulturlandschaft, nicht nur das Landschaftsbild, gerettet habt, was passiert dann dort? Also tut man dort auch Schafe drauf? Und dann gibt es natürlich einen Aufschrei, wenn dann mal ein Wolf kommt und sagt. Also man muss auch mal sagen, nicht jeder Quadratmeter Verwaltung, das ist eine Katastrophe. Früher hat man ja zum Teil aus einer Not, aus Geburtenüberschüssen, hässliches Wort, Entschuldigung, hat man sehr viel Land unter den Pflug nehmen müssen, um nicht zu verhungern. Und ein Teil davon geht halt wieder zurück an den Wald. Das ist an sich noch keine Katastrophe. Aber nochmals, ich unterstütze das sehr. Wir müssen zusammenarbeiten, aber hier trotzdem mal noch diese Fragen. Was passiert dann nachher? An ein paar Stellen sind dann Leute im Ferienhaus Häuser umgebaut. Das ist noch einmal ein anderes Thema. Ich will jetzt aufhören. Danke. Danke. Ich verstehe die Bemerkungen von Hans Weiß sehr gut. Und es ist mir natürlich auch ein Anliegen, mit diesem Leitfaden eben sicherzustellen, dass nicht Schindluderei getrieben wird. Und ich weiß Fälle, die du vielleicht angesprochen hast, wo der Kanton, die Dienststelle Natur und Landschaft, Bussen ausgeteilt hat für derartige Frevlerarbeiten, die einfach jetzt Bäume umgelegt haben, um die Nutzungsbeiträge zu bekommen. Und dann lieblos das irgendwo mit Überzahl von Ziegen sogar, noch schlimmer, bestückt haben. Und dort, diese Fälle gibt es, aber das, die Gemeinden sind heute wesentlich sensibler diesen Fragen gegenüber. Und der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir müssen die Gemeinden einbinden, weil die Gemeinden sind im direkten Kontakt und die sehen ja, was ihre Landwirte mit ihrem Land anstellen. Und wenn die intervenieren, dann ist es ein Problem für die Gemeinde, weil er dann Probleme bekommen könnte mit Flächenbeiträgen und so weiter. Also das Hinuntergehen auf die unterste staatliche Ebene, Gemeinde, hilft aufgrund der sozialen Kontakte und Kontrolle eben dann Wilderer rechtzeitig zu erkennen, und die werden heute auch gebüßt. Und Dankeschön. Und die andere, was du gesagt hast, es sind eben nicht alle früher genutzten Landwirtschaftsflächen sinnvollerweise auch künftig noch nutzbar. Sie sind steil am Hang oder vernässt und so weiter, sind landschaftlich nicht von Bedeutung. Und dort ist es eigentlich auch nicht zweckmäßig, Flächenbeiträge zu geben, weil das sind Flächen, die durchaus einwalden können, weil sie nicht bedeutsam sind für die Identität des Raumes. Wir haben eine Wortmeldung aus dem Wallis, die ja, möchte ich nicht. Geht man doch an der Sprache zuerst mal, wie ich das eigentlich Hans Weiß, hat fast recht. So
hier, das ist eine sehr wertvolle Landschaft, sehr wertvolle Kulturlandschaft sogar. Wenn der Mansello fährt, Kulturlandschaft Schweiz, ein Vorzeigeprojekt werden. Ich bin da selber aktiv in dieser Zeit, habe leider nicht geschafft. Aber wir haben sehr wertvolle, vielfältige. Für dich, durch eure Lebensform, was du machst, ist das dann, also das Normalisieren, und von Werden ins Tal ist gegangen, und das Land hat bewirtschaftet. Aber hinter vergeht eigentlich, sind jetzt noch drei Hölderwerbsbüro, die eigentlich absolut keine Zukunftshöhe mit der Landschaft als Hofbäume berücksichtigt nicht mehr. Das wäre es eigentlich bezüglich Schärfer, Unnutzung, Einzügig, Spannung in dem Sinn, wie steht eigentlich. Das Staffel zum Beispiel, die Friesische Region, schon sehr als wichtiges Anliegen. Was macht man nachher mit diesen Flächen? Macht das für einen Sinn, wenn man die im Busch Ich muss schnell etwas sagen, wahrscheinlich als Minderheit hier drin. Ich bin ein praktizierender Bauer. Bio-Bauer. Und habe jetzt verschiedene Sachen gerade zu Gemüt geführt. Ja, die Beiträge kommen sowieso über. Ich habe so ganz feine Anmerkungen an mich gehabt. Ich möchte einfach von meiner Seite noch sagen, auch das, was Fredina gesagt hat, ist mal das Wichtigste, wenn wir miteinander reden. Und zwar früher nützt es nichts, wenn wir da hinten Worte haben und grosse Sachen erzählen, wenn das nicht zu uns kommt. Oder? Das ist das eine. Bei uns wird, ich fange jetzt in der Schweiz zurück, eine Landschaftsqualität als Ersatzmaßnahme, als Ersatzeinkommen verkauft. Sie sollen mitmachen, damit wir unser Einkommen können erhalten, weil es bei den Tierhalterbeiträgen weg ist. In der Bevölkerung wird es verkauft. Ah, die machen Blumen und kommen für das Geld hin. Die tun Siloballen schön an, kommen Geld hin. Ist nicht so bei uns. In sicher Sättig. Ich glaube, man darf nicht alle den gleichen Topf hineinrühren. Und ich glaube, unser, der Druck der steigt, nicht nur von der Landschaft, die wir jetzt davon reden, auch vom Verkehr, von der Erholung. Von allen Seiten sind wir auch unter Druck. Und es ist nicht nur so, dass wir das Land, ich sage jetzt, dass wir, ich habe kein Land, das vergandet, aber vergandet lässt und Geld nehmen, einfach weil es so ist, sondern es ist wirklich der Druck, die Arbeit, die Landwirtschaft, die nimmt zu von allen Seiten und wir sind angewiesen, dass wir miteinander eine Lösung finden. Nicht einer die Schuld zuschiebt oder sagt, was alles falsch ist, sondern sieht, was alles gut ist. Und vieles, was in der Landschaft heute so schön in Bildern dargestellt worden ist, ist auch da, weil es so bewirtschaftet worden ist. Da liegt mir etwas daran, dass man das einfach auch immer wieder bewusst ist. Dankeschön. Jetzt haben Sie sich mal gemeldet. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Gresch. Sie haben sagt, der Leitfaden, der richtet sich an Gemeinde und Bewirtschafter, das richtig erinnert habe. Und vorhin haben wir über eine Frage gehört zu den Landschaftsqualitätsbeiträgen. Wie ist das jetzt miteinander verbunden? Welche Zuständigkeit hat hier plötzlich die Gemeinde? Und wie ist das verhoben, Vorhaben mit der Ausrichtung von Qualitätsbeiträgen? Überhaupt nicht verbunden. Also formell, es sind zwei Welten eigentlich. Und das, was Frau Diener gesagt hat, ist natürlich dringend nötig. Ich meine, wenn es die Frage Kulturlandschaft, das ist ja auch Qualität, oder? Landschaftsqualität. Und die Landschaftsqualität in den Landschaftsqualitätsbeiträgen, die wird aufgrund einer separaten Methodik entwickelt und eigentlich nicht ausgerichtet jetzt zum Beispiel auf die Frage des Einwuchses. Aber diese Verheiratung,
die Freiratung dieser beiden Instrumente ist überhaupt noch nicht geschehen. Wir haben das versucht mit der Landwirtschaft. Wir haben versucht herauszufinden, welcher Landwirt bewirtschaftet was, wie viel Geld bekommt er für welche Leistung. Und diese Information bekommt man nicht. Und dann war für uns die Zusammenarbeit eigentlich nicht möglich. Ich habe jetzt auch etwas prägnant gesprochen, aber es ist nicht gut, wie im Moment eben diese Beiträge und die ganze Geschichte, wer was bekommt, für welche Leistung, wie viel, das wird alles unter dem Deckel gehalten, durch alle Stufen hindurch, und so geht es eigentlich nicht, so kann kein Dialog entstehen. Also da ist noch sehr viel Arbeit zu leisten. Jetzt bekommen wir sicher eine Richtigstellung von Brigitte Dökosa. Je suis d'accord avec la manière de collaboration entre les services. Ça fonctionne, c'est juste. Mais j'ai parlé des informations sur l'utilisation du sol. Et ça, c'est pour moi, pas très transparent. La problématique qu'on a, qui va être prochainement résolue, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas de géodonnée. On avait juste un numéro. Oui, je sais. C'est aussi la base de données, effectivement, qui n'existe pas. Gut. Ich glaube, wir können nachher noch beim Aperitif weiter diskutieren. Herzlichen Dank, Peter Gräsch. Merci.